Ahoi und willkommen zu einem Captain on Vatertagstour. Moin oder Prost, wie auch immer. Ja, Vatertag, Donnerstag und es ist 11.38 Uhr, genau. Also, eine kleine Runde fahren. Warum so früh? Amo, moin! Nachher spielt noch Holstein Kiel, das will ich mir auch angucken. Und bei diesem grandiosen Wetter, das wir heute haben, typisches Vatertagswetter, ne? Typisches Tourwetter, leichter Nieselregen, alles grau in grau, kalt, also so richtig schick. Da kann man sich toll an den Grill stellen und kann ein bisschen Spaß haben. Na wohl eher nicht. Du bist fleißig am Arbeiten. Ja, das ist ja gestern schon geschrieben, dass du heute arbeiten musst oder darfst. Dangora, moin. Meine Stimme knackt und knistert. Also, dass sie immer dumpfer wird und immer das Rentnerband, moin. Und immer, wie soll ich sagen, dunkler. Ja. Ich merke nämlich auch schon wieder, dass es schon wieder so ein bisschen gelitten hat. Aber knistern? Hm. Ich habe eigentlich nichts verändert zu gestern. Also nicht wirklich. Magst du vielleicht nochmal Twitch neu starten, beziehungsweise einfach mal F5 drücken? Komm mal, ich mache hier mein Käffchen. Und könnte an dir liegen, ist gerade wieder weg. Ja, guck mal. Dann gehen wir mal davon aus, dass es an dir liegt und bei mir nicht wieder irgendwas ist. Weil ich muss ja sagen, seit ich das umgestellt habe mit OBS, also dass die ganzen Tonspuren alle über OBS laufen und nicht mehr über das andere digitale Mischpult, finde ich, hat sich das Ganze so ein bisschen nivelliert. Also die Probleme bleiben aus, ne? Also ist nicht mehr ganz so schlimm. Feuerfleißige, moin! So, und jetzt muss ich hier nochmal eine Sache umstellen. Das ist auch immer wieder spannend. So, und nu? Wo bist du jetzt abgeblieben? Da bist du abgeblieben. Ja, wusste ich doch. So. Also. Jo, alles gut. Das werden wir zurücksetzen. Joa. Ja, so. Kohle 400 eingesackt. Alles in Ordnung. Basti, moin. Oh, Container, Container, Container. Wollen wir die erstmal öffnen, ne? Wollen wir uns erstmal alle Container öffnen. Mal gucken, ob da wieder so ein paar Anime-Mädels dabei sind. Jop, Duplikate. Es kann auch nur einen geben. Der Rest sind Duplikate. Ah. Langhorner, moin. Und nachts um zwei. Naja, du musst immer berücksichtigen, was du da für Tage hast, ne? Also, nachts um zwei bedeutet am Feiertag. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere da schon reingefeiert hat. Und wenn die Leute dann nachts um zwei mit 14 Bierchen im Kopf World of Warships spielen, da wird das schwierig, eine vernünftige Lösung für irgendwelche Probleme zu finden. Denn es gibt keine Probleme. Alles ist gut. Eieieiei. Kurzhuber, moin. Also ich bin auch noch nicht so davon überzeugt, dass wir hier heute die Mega-Matches haben werden. Deswegen sitze ich aber auch nicht hier. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie auch nur ansatzweise ein, naja, sagen wir mal, vertretbares Gameplay wird. Ja, wer World of Warships spielt, lernt das Fluchen. Das ist so. Also wer bis dahin ruhig war, ausgeglichen und entspannt,
der lernt eine ganz andere Seite von sich kennen. Das ist schon ganz witzig. Also da ist Wargaming wirklich, also die haben da ein Händchen für. Die haben da ein echtes Händchen für, wie kann ich Spieler zur Weißglut bringen? Also das ist unglaublich. Ja. So, ich wollte jetzt hier nochmal einen Blick in meine. Wartet mal, wo sind sie denn? Da, in meine Achievements werfen. Oh, okay. War schon bei 23. Jetzt ist es. Ich zeig euch mal, was ich hier sehe. Dazu muss ich aber einmal das aktualisieren. Weil irgendwie will der das sonst nicht. So, jetzt seht ihr, was ich sehe. Ihr seht es noch nicht so wirklich ganz, deswegen werde ich euch das mal ein bisschen zurechtschieben. Zzt. Das ist das, was ich jetzt hier immer angesprochen habe. Ne? Also das ist der Weg zum Partner, der ist abgeschlossen, wie man ja sieht. Am 1. Juni 2020 habe ich das alles erledigt. Da habe ich insgesamt 25 Stunden lang gestreamt. Ich habe an 12 verschiedenen Tagen gestreamt und ich hatte einen Durchschnitt von 75 Zuschauern. Das ist nämlich für die meisten der K.O.-Punkt in dieser Nummer Weg zum Partner. 25 Stunden lang streamen kann jeder. An 12 verschiedenen Tagen kann jeder. Aber dabei 25 Leute zu haben, die 75 Leute zu haben, die einen im Schnitt zuschauen, das dauert in der Regel, naja, ich sag mal 2 Jahre oder sowas, um da überhaupt hinzukommen. Und Hunti, Ikapaski, NG Gamer und KW, moin. Also, ne, das ist für die meisten ein Problem. Das jetzt zu erreichen, diese 75 Zuschauer, aber das kommt eben auch ein bisschen drauf an, wenn man vorher schon in irgendeinem anderen Kanal mitgestreamt hat und einen die Leute kennen und man dann seinen eigenen Kanal macht oder dass man eben von irgendwelchen Leuten immer wieder geradet wird, dann kommt man da auch relativ zügig hin. Wenn man aber das komplett alleine macht, dann dauert das in der Regel. So, und dann gibt es eben hier diese. Weiche, danke für den Follow, willkommen in der Familie. Dann gibt es eben hier diese noch offenen Achievements. Also da ist einmal, es läuft wie ein Uhrwerk, das ist das, wovon ich euch die letzten Male immer berichtet habe. Ne? Streame innerhalb von 30 Tagen an 25 verschiedenen Tagen und jetzt sieht man hier, ich habe an 20 von 25 Tagen jetzt gestreamt. Das hier ist auch der Fortschrittsbalken, den man da sieht. Also insofern, da fehlen jetzt noch 5 Tage. Das Problem dabei ist, dass es nicht so ist, dass ich jetzt sagen kann, naja, dann sind es jetzt noch 5 Tage. Also mit anderen Worten, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern es geht immer um die laufenden 30 Tage. Das heißt also, wenn ich heute vor 30 Tagen schon gestreamt habe, dann ersetzt das nur diesen Tag, der morgen wegfällt. Und es bleibt immer noch bei 20 von 25. Habe ich aber von vor 30 Tagen nicht gestreamt, also der Tag heute vor 30 Tagen, dann werden es morgen 21 sein. Und so dauert es einfach. Wann habe ich mit dem Streamen begonnen? Das sind die abgeschlossenen. So, und da kann man ja gucken. Wann habe ich denn. Beginne deinen ersten Stream. 13.11.17. 13.11.17. Obwohl, interessanterweise, gibt es hier auch noch den 10.11.17. Also, nö. Nein, ich bin kein Partner. Twitch hat da die eigenen Auswahlkriterien auch noch. Also nur wenn man jetzt hier den Weg zum Partner abschließt, heißt das noch lange nicht, dass man Partner wird.
Twitch legt da auch nicht wirklich offen, woran die sich orientieren. Also das alleine reicht eben nicht. Du musst, ich sag mal, stabile Zuschauerzahlen haben. Also wenn du jetzt sagst, ich habe im Durchschnitt 75 Zuschauer. Ich denke mal, also ganz simpel, wenn man sich das überlegt. Twitch ist ein Amazon-Unternehmen. Da geht es nur um Kohle. Ein amerikanisches Unternehmen, da geht es nur um Kohle. Die wollen wahrscheinlich Partner haben, die auf der Überholspur sind. Also wenn du eben sagst, okay, ich habe 75 Zuschauer erreicht, aber wenn ich mich bewerbe und die sich das angucken, habe ich schon 100 Zuschauer im Durchschnitt. Und die können absehen, dass es einen Monat später schon 150 Zuschauer sind. Dann bist du vielleicht für die interessant. Aber ansonsten, wenn du jetzt sagst, ich habe meine 75 Zuschauer und das halte ich auch und ich habe jetzt vielleicht 80 Zuschauer im Schnitt oder vielleicht sogar 85 Zuschauer im Schnitt, dann sagen die bei Twitch wahrscheinlich, ja, ist ja ganz nett und ganz schick, aber nee, mit dem können wir nicht genug Geld verdienen. Also, der hat nicht genügend Zuschauer, damit es sich lohnt, dass wir bei dem Werbung schalten, damit andere bei uns die Werbung in Auftrag geben. So funktioniert das System ja. Jasa, moin. Anne Theke, moin. Ja, da, was für ein Nick für den heutigen Tag. Ja. Also das sind die Sachen, die ich hier noch erreichen muss. Ich habe es euch ja auch schon mal vorgelesen. Das verstehe ich allerdings nicht, warum das hier bei 72 steht. Ich hatte schon mehrfach über 100 Teilnehmer im Chat, aber es kommt wahrscheinlich auf das Wort gleichzeitig an. Das heißt also, wenn ich jetzt im Laufe eines Streams über 100 Zuschauer habe, die sich am Chat beteiligt haben, dann ist das zwar sehr schön wahrscheinlich und klasse und toll, aber um dieses Achievement abzuschließen, reicht das eben nicht. Da müssen gleichzeitig 100 Zuschauer sein. Wie erreichen das viele Streamer? Sie machen Giveaways. Und beim Giveaway heißt es dann, oh, ich habe jetzt 150 Zuschauer, okay. Wenn die also alle gleichzeitig am Giveaway teilnehmen wollen, dann müssen sie alle irgendwas reinschreiben. Ausrufezeichen, Giveaway oder sowas. Und damit beteiligen sie sich alle gleichzeitig am Chat. So kann ich problemlos bei 150, 200, 250 Zuschauern meine 100 erreichen. Das ist ja kein Ding. Also, feel my pain, moin. Was ist mit der Stimme los? Sie wird immer dunkler. Ich werde hier immer männlicher. Der Stream wird immer besser. Mann, 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 ey. Ja, ich weiß auch nicht, was mit der Stimme los ist irgendwie. Sie leidet von Tag zu Tag mehr. Sie wird wirklich immer dunkler und immer rauer. Es knistert. Das mit dem Knistern? Okay. Das ist ja verblüffend. Das hatte Tangoram vorhin auch geschrieben. Und schrieb dann aber gleich, nee, es ist jetzt wieder in Ordnung. Wisst ihr was? Ich starte einmal schnell OBS neu. Mal gucken. Also das eine OBS hier mal neu starten. So, da ist OBS wieder. Jetzt. Dass da irgendwas knistert oder knarrt. Also wenn es nach F5 geht, dann kann es nicht an mir liegen. Weil F5 lädt ja den Browser neu. Das bedeutet ja nicht, dass ihr bei mir irgendwas verändert. Ich sende immer gleich raus. Wenn es also ein Protonproblem gibt und das nach F5 für einen kurzen Moment behoben ist, dann geht das bei mir vernünftig raus und dann liegt es offensichtlich an Twitch. Also, das ist schon sehr, sehr eigenartig. Das mit dem Ruckeln, ja, das kann natürlich immer sein, wenn ich starte ja OBS dann neu.
Und in dem Moment, wo ich es neu starte, muss das erstmal sich ein bisschen aufbauen, muss eine Verbindung aufbauen zu dieser Geschichte mit den Einspielungen, die ihr so habt, muss eine Verbindung aufbauen zum anderen PC, zu einem anderen OBS, das raussendet und dann nach einer kurzen Zeit ist das wieder okay und dann läuft das. Also, naja. Nee, kurz über, das bringt gar nichts. Das bringt bei meinem Aufbau gar nichts. Weil die Stimme verändert sich ja nicht, wenn ich einen Router resette. Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, es ist dieselben Einstellungen wie gestern. Und wenn gestern alles okay war und heute nicht, dann habe ich entweder hier kleine grüne Männchen, die irgendwas umstöpseln über Nacht, oder Twitch hat möglicherweise auch einfach das Problem, dass sie bestimmte Sachen nicht vernünftig rendern. Also, ich habe kein Update eingespielt. Das wartet dann noch. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, das, was ich hier sehe, sieht alles gut aus. Alles top. Und wenn das jetzt anders ist, wir können uns ja das nochmal angucken. Wenn ich jetzt hier mal den Browser beende und euch mit zu World of Warships nehme. So, jetzt wieder okay. Ja, guck mal, also das kann definitiv dann nicht an mir liegen. Weil der Ton, das ist schon eigenartig, ne? Genau, ich stehe mit dem Fuß auf dem WLAN-Kabel. Genau so ist es. Alter, ey, hier kommt auf Ideen. Ich will jetzt auch auf eine Idee kommen. Ich will jetzt irgendwas Nettes spielen. Ich will jetzt irgendwie einfach nur mal ein bisschen angemessenen Vatertagsspaß haben. Nehmen wir mal die Ichizushi. Die Ichizushi. 12er Kapitän drauf, der ist nicht OP. Das passt schon alles. Und jetzt gehen wir mal raus. Ja. Snake. Zu früh! Ja. Nein, also sehr gut, sehr gut. Schön, dass ihr dran denkt. Ich muss da immer noch mal irgendwie tatsächlich so ein Ausrufezeichen Vollbild oder irgendwas in dieser Richtung machen. Das ist das Problem. Ich muss. Ja, also ich werde hier mal aufräumen. Ich werde mal meinen Arbeitsplatz ein bisschen aufräumen. Und dann zeige ich euch mal mit der Webcam, was ich hier so sehe, wenn ich streame. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, womit ich mich hier laufend sozusagen beschäftige, während ich gemütlich spiele. Und ich habe schon mehrfach gesagt, wenn man also wenn ich spiele und nicht streame, sind meine Ergebnisse deutlich besser. Das ist oh wow, ich sehe gerade 1, 2, 3, 4, 5 DDs, 2 CVs, da bleibt ja gar nichts über. 2 Schlachtschiffe. Hilfe! Vatertag! Eieieiei. Ich werde jetzt mal HE laden. Alle Mann auf Gefechtsstation! Ach du Scheiße. Naja, dann schauen wir mal. Ja, das Problem ist einfach, dass man auf viel zu viele Dinge noch zusätzlich achten muss. Also ich schaue mir natürlich an, wenn irgendjemand followt. Ich schaue mir natürlich an, wenn jemand subbt oder resubbt. Ich gehe darauf ein oder ich versuche es zumindest. Leider gelingt mir es nicht immer, weil einiges auch durchrutscht. Aber ich versuche es zumindest. Ich gucke mir an, was ihr im Chat schreibt. Ich versuche dann auch auf den Chat mit einzugehen, auch während des Gefechtes. Wo ich eigentlich jetzt, wenn ich jetzt hier runter gucke, kann ich nur den Chat lesen. Ich kann jetzt nicht die Minimap lesen. Ich kann jetzt nicht schauen, was im Spiel passiert. Das sind unter Umständen nur mal eben 20 Sekunden, aber mach mal 20 Sekunden die Augen zu beim Spiel. Da verändert sich möglicherweise relativ viel. Und das kann dazu führen, dass du irgendwo ein DD übersiehst, dass du irgendwas nicht so richtig mitbekommst.
Das ist eben so. Aber das ist sozusagen das Los des Streamers. Damit muss jeder Streamer leben. Und es gibt halt die, die sagen, okay, während ich irgendwie mein Spiel spiele, gucke ich mir den Chat nicht an. Dann mache ich irgendwann mal eine Pause und dann gehe ich das Ganze durch. Und es gibt vielleicht die, die eben auch sagen, nö, das ist nicht doof, ich will während des Spiels mit meinem Chat interagieren. Und zu denen gehöre ich eben auch. Deswegen kommt für mich auch kein Delay oder sowas in Frage. Also ein zeitlicher Versatz, dass man eben sagt, ja, ich, nee, das funktioniert alles nicht. Nein. Großhuber, das ist sehr geil. Wir haben 20 Minuten, die Augen zu. Regeneration, moin. Schmeiß mich weg. Oh Mann, echt. Ja, leider ja. Oh, oh, oh. Ich bin leise heute. Ich habe nichts verändert. Ich habe keine Einstellung verändert. Ich wüsste also nicht, wieso ich heute leiser sein soll als... als gestern. Ja. Ich könnte das natürlich jetzt hier nachregulieren, aber ganz ehrlich, wenn ich nichts verändert habe, macht das eigentlich wenig Sinn. Na, Yubari. Und die Klemmsten warten immer nur auf die kommen und klatscht sie weg. Oh, das wird ein überragender Sieg, sage ich euch. Oh, dann macht es hier nichts aus. Der steht da wirklich auch nur die ganze Zeit. Jetzt kommt der CV. Da muss er natürlich anfahren, das wird ja ein bisschen vorgehalten. Treffer, warum auch immer. Aber er kriegt von allen Seiten Feuer. Naja. Okay, irgendwo müssen wir doch mal ein bisschen Schaden machen können. So, das war hier auf die Kaiser. Aber wahrscheinlich hauen die Gangut die Kaiser raus. Zwei, oder die rammen sich. Zwei Bots. Oh ja, auch da wieder sehr gut. Alles vorbei. Ah, Games haut heute lauter als die Stimme. War gestern. Ich habe nichts verändert. Ich habe nichts verändert. Die Einstellungen sind exakt die von gestern. Also, wir können das natürlich machen, aber ich will euch ja gerne. Guck mal, wir machen mal allgemein einfach alles ein bisschen leiser. So. Ich möchte ja, dass ihr Spaß beim Zuschauen habt. Aber es ist schon verblüffend, solche Sachen. Also mich verblüfft's. Ah, see my pain. Wie? Du hattest gestern einen Unfall? Was für ein Unfall? Seinen Brand setzen können. Nein. 975 bei 6,2 Kilometern Abstand. Alter. Auto und Reh. Oh. Oh. Aber alles gut oder hast du auch noch was abgekriegt oder nur das Reh?
Nikolaus, moin! Ach, wie lange der im Spiel bleibt mit seinen 1000? Ja, einmal geschossen. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Unser Sieg ist in Sicht. Die Gangwut schließt sich wieder mit HE gleich. So. Da freut sich jeder Russenschlachter, wenn er mit HE runtergebrannt wird. Ein paar Kratzer noch sechs, ja, alles. Dann ist alles gut. Und der Rest macht die Versicherung. Es ist zwar ärgerlich, immer wieder, aber wenn einem selbst nichts passiert, ist alles okay. Alle Kräfte rücken zur Basis. Doppelbrand. Oh, oh, oh. Ja, eben. Genau wie Firefly schreibt. Auto kannst du reparieren, kannst du ersetzen. Wie? Plus Rückgekappt? Paar Schrammen und wahrscheinlich auch ein Schreck, ne? So ein Drehunfall oder Wildunfall, ja, genau so hat sich's angefühlt. Immer irgendwo Schaden, geil, sowas habe ich noch nicht. Schaden durch Aufklärung 528. Yay! Das ist ja mal geil. In 724. 7. Also, das ist, ja. Ich muss euch einen Moment alleine lassen. Also, das ist, wow. Hammer. Man hört die Gazellen gleichen Schritte. Ist ja schon ein bisschen, bevor man mich wieder sieht. So. Ja. Apollo, oh ja. Apollo, wenn das ein Reh war, also da bleibt natürlich wirklich nicht voll über. Das klatscht noch einmal. Oh Mann, ey. Welche Gazelle klingt wie ein Löwe? Ist das eine Fangfrage? Also die Frage, welche Gazelle klingt ein Elefant? Klingt wie ein Elefant? Das hätte ich jetzt beantworten können. Aber klingt wie ein Löwe? Eine im Stimmbruch vielleicht? Keine Ahnung. Klingt nach. Ja, ich sag ja, wenn du jetzt gefragt hättest, klingt nach Elefanten. Das hätte ich verstanden. Aber Löwe. Alter. Nee, nee. So. Yuga. Ach, kann ja nix. Ich kann das ab.
Und zur Not gibt es ein Permaban. Da bin ich ganz entspannt. Also. Nö, solche Sachen. Das ist. Weißt du, man muss es nur oft genug hören, dann glaubt man es nachher selber. Ah, wo sind wir eigentlich hier reingeraten? N179er, yay. Na dann. Gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Oh, und da kommt die Sowjet-Soyuz. Und deren CV scheint gar nicht so schlecht zu sein, weil der spottet erstmal nur. Wir greifen niemanden an, der hält uns nur offen, klärt sein Team hier auf, sieht, also das Team sieht jetzt hier, dass der schon auch mit auf dem Weg nach vorne ist. Na gut, wir werden es erleben. Blaumbrille, yay. Gut positioniert. Die Alaska. An, aus. Ich weiß, das ist super klasse. Soyuz, Nagato. So. Nagato-san. Geht da rüber ein. Kreuzer beschossen mit AP, aber naja. Oh, da ist noch einer vor der Soyuz. Das kommt nicht von der Soyuz. Kreuzermunition. Ein Abfaller auf Nagato. Wow. Könnte denn noch gut gehen? Die ganze Zeit entdeckt. Der Leska kommt da raus. Okay. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren! Tja. Da ist auch noch eine Schira. Schon die Schira. Gegnerische Schlachtschiffe gesichtet. Anderem natürlich auch, weil er ein Schira ist, aber auf die Soyuz werde ich ja so auch nichts. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Da kommt schon Torps. So. Die Soyuz fährt rückwärts. Dann kann ich jetzt vielleicht ein bisschen Druck auf die Schira machen. Glück auch ungesehen. Aber wenn er wieder nach vorne fährt, was er gerade tut,
Das ist doof. Vorne, ganz großes Kino. Secondary. Da geht auch noch was. Aha. Hauptturm kritisch beschädigt. Wie trägt Alaska? Kriegsschiff konzentrieren. Dafür müssten aber vielleicht die da mal so ein bisschen in Gang kommen. Eigentlich besser. Natürlich hier erstmal nicht raus. Da war eine Fidschi. Da ist eine Lücke. Das muss ich nicht haben. Und ich bin ja auch nur der 7er hier. Ich habe 8er und 9er, wie zum Beispiel hier den da, der sich so grandios da versteckt. Aber das ist meiner. Nee. Okay, also wieder AP. Und Richtung B. Ja. Gucken wir mal. Umdrehen hier. Bloody. Gib Gas. Alter, wir wollen zu B. Wir müssen zu B. Sonst verlieren wir das. Und Gonskowski. Schnell unterwegs. Immer. Gonskowski und richtig fix. Stawinski. Moin. Jetzt sehe ich dich erst. Mensch. Ja, guck mal. Und der hat auch gesehen, dass es passt. 10.000 obendrauf. Kleiner Donsboy. Warte mal. Jetzt drehst du wieder. Weil du hast ja die Waffen auf der falschen Seite sonst, ne? Oh, Blonde ist auch noch im Spiel. Dann kommt es out of range. Da ist die Fidschi.
Munition, wenn der CV an Land fliegt. Boah, aber da oben kann die Downsky ruhig hin, ne? Hurdrill, moin! Da kann er uns ja nicht schaden. Also, da kann er kein DD aufmachen, da kann er gar nichts. So, will ich halt. Moin! Das machen wir mal im Rahmen der Möglichkeiten. Nein, alles gut. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, du auch. So, fahre ich jetzt hier raus und fahre gegen die Albers. Und die Gneisenau und die Birskavica. Oder bleibe ich hinter der Missouri, der großartigen Missouri? Och, ein Y-Wasser. Motorschaden. Und jetzt hat er den Motorschaden gerade reparieren können. Naja, mal gucken. Vielleicht passt das trotzdem noch. Aber ich glaube eher nicht. Ich hätte davor halten müssen. So, Blüska. Letzter DD. Da ist er weg. Okay, sehr gut. Sehr gut, Missouri. Great job. Kirov? Ja, macht schon Spaß, wenn sie platzt. Immer gerne gesehen. Jede Zitadelle ist da offen für alles. Nein, also mit der Kirov, das macht schon Spaß. Aber, na, die wollen sich rammen. Die Missouri ist so schlecht, der rammt den. Ich glaube nicht, dass der den rausschießen will. Schafft bloß nicht, ihn zu rammen. Unser Sieg ist in Sicht. Okay. Was machen die Mayhem da? Da hinten? Okay. Naja. Okay, also Kirov und Medikase. Gerne. Ihr müsst mich nur noch mal dran erinnern gleich. Medikase. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal Medikase gespielt? Die wird da mal locker raus. Jetzt haben wir drei Caps. Die Downscore hat sich jetzt entschlossen zurückzukommen. Ja. Kurzer Exkurs. Wie spiele ich Downscore? Die Stärken des Schiffs voll ausgespielt. Yamato ist auch noch, ja. Mann. Ach, die Hyuga, ja. Da ich ja gerne Fuso spiele und das Spiel sich doch stark ähnelt, außer dass du hier plötzlich so einen Nachladungsbeschleuniger hast, so einen Nachladebooster, nur. Mit dem Teil kann man schon so ein bisschen, wenn man will. Na, kommt das noch an?
Automaten drehen? Doch nicht. Der dreht doch ein. Aber das werden wir nie erfahren, wenn das Spiel jetzt zählt. Schnüff. Also die kann deutlich mehr. Das gute Stück kann im 7-9er auch deutlich mehr. Das ist wie mit der Fuße im 6er, 8er. Brauchst du nicht verstecken. Du musst auf deine Breitseiten aufpassen, aber wer muss das nicht? Aber wenn du dann mit rausfährst und AP, das ballert halt, ne? So, jetzt erstmal die Kirov. Blaubeer, moin! Wo ist der... Guck mal! Da, ich könnte mir vorstellen, dass es heute eine der Haupt eingespielten Dinge wird. Das gute Bier. Da ist die Kirov. Tori, hey, moin! Jo! Ja, also, klar. 40 Euro, ich finde ja, habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, die Schiffe, also die Pixel, die man hier kaufen darf, schon sehr teuer. Also, aber Wargaming macht es da auch richtig, wenn so ein Ding 4 Euro kosten würde, ja, dann brauchen sie 10-mal mehr Leute, die das kaufen. Das, also um denselben Umsatz zu machen. Nee. 4er, 5er. Oh, mit 2 CVs. Salomonenherrschaft. Tja, das Problem der Kirov ist eigentlich schnell erzählt, ne? Das ist halt wirklich, die Seiten sind aus Papier. Heinz, moin! Dorschka, moin! Ja, euch auch allen einen schönen Vatertag oder Feiertag. Wie auch immer ihr das feiern wollt. Als Vater oder, also Vatertag oder Himmelfahrt. Ich werde mal versuchen, mit der Kirov jetzt, was ja eher ungewöhnlich für mich ist, hier so eine Position zu kriegen. Damit ich, bevor hier die Schlachtschiffe rumkommen, hier schon wieder in den Kite-Modus wechseln kann und jetzt nah genug rankomme, um der Jaguar gegen einen dieser DDs zu helfen. Die werden mich natürlich frühzeitig spotten. Und bei zwei... Na, da ist es schon soweit. Und bei 2 CVs pro Seite ist das wahrscheinlich auch eher nur ein kurzes Spiel. Muss auch, also von der Richtung kann ich nicht beschossen werden.
eine kurze Nummer werden hier. Es sei denn. Hier irgendwie um die Ecke zu kommen. Da haben wir nochmal die Wasserschlacht aufgemacht. Oh, und da ist so eine Gase. Love. Route 413. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Tja, mit zwei CVs ist das Spiel nicht wirklich lustig. Also das ist eins, kannst du halt bieten. Du bist permanent gespottet. Du bist permanent attackiert. Macht wenig Sinn, so eine Konstellation. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist damit können Spieler auf dieser Tierstufe nur überfordert sein, weil es ist völlig unsinnig. Es ist eine Konstellation. Du bist immer gespottet, weil bei zwei CVs Die können halt überall spotten. Du kannst gar nichts machen. Und null. Also du kannst versuchen, die DDs zu attackieren. Ja, aber das war's auch. Ne? Weil wenn du das machst, bist du halt offen, so wie jetzt ja gesehen. Und du kriegst natürlich Beschuss. Und bei dieser Konstellation, so OP wie die Vierer CVs eben gegenüber ihren Gegnern sind, du kriegst Torps oder du wirst halt weggebombt. Also es macht wenig Sinn. Aber das erklär mal Wargaming. Zwei CVs auf jeder Seite ist einfach hohl. Egal auf welcher Tierstufe. Und wenn du es dann auf Tier 8 hast, dann kann man wirklich nur sagen, Leute, ihr habt die letzten Einschüsse nicht mehr gehört. Weil das ist dann weder lustig noch irgendwie sinnvoll. Aber das ist halt Wargaming. Da muss man einfach sagen, was war das mit der Kase, ne? So, was lese ich denn jetzt hier? Ein Smoker. Ja. Schon ganz nett. Smoker kann leckere Sachen erzeugen. Spricht aus eigener Erfahrung. Da kann man viel mitmachen. Allerdings eben auch nicht alles.
Und Krieger, moin. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? 5-4 und Torps 7. Ja, also im Prinzip ja wie Kamikaze. Also wenn du auf Low and Slow stehst und da ein bisschen Rauchgeschmack mit dabei haben möchtest oder ein bisschen mehr, dann ist das eine interessante Geschichte. Allerdings muss ich eben auch sagen, viele Dinge gehen halt auch im Backofen mit den entsprechenden Zusätzen. Wenn du geräuchertes Paprika nimmst, hast du auch so einen Rauchgeschmack. Und du kannst es besser kontrollieren, weil Backofen stellst du ein auf, keine Ahnung, 110 Grad und dann lässt du ihn laufen. Bei dem anderen musst du immer wieder nachregeln. Noch ein bisschen Papier nach, Papier, nein, Holz nachlegen und also, aber es macht schon Spaß. Wenn man halt auch gerne dann draußen ist dabei oder eben mit Freunden zusammen was machen will. Jo. Jo. Massaker gehört jetzt zur Familie. Was? Massaker. Danke für den Follow. Willkommen in der Familie. So. Hier ist jetzt ja eigentlich unser Job. Unsere Basis verteidigen, ne? Aber es sind 4 DDs pro Seite. Und ein CV. Also, damit unsere Schlachtschiffe da überhaupt rüberkommen, wenn sie es überhaupt versuchen, die meisten versuchen ja gar nicht, auf dieser Map hier zusammenzufahren. Also, oh, und da kommt auch schon der CV. Ey, mal abschalten. Ist ja logisch. Warum sollte der auch hier spotten? Nein, ich fahre ja hierher. Warum soll die Put Voice Gitter auch hinfahren? Ey, das ist so. Oh, Alter. So, jetzt haben sie mich hier gesehen. Alter, bist du völlig bescheuert oder was? Mann. Gerne mal ein paar Torps einfach irgendwo hinsetzen. Der Bär, moin! Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Ja. Was ist das? Die T-71. Das ist ein echt übler Kiefer. Hydro. Das ist ein starkes Schiff. Warum muss ich denn die T hier als Gegner haben? Oh, guck mal. Trefferchen. Unsere Weser ist mit Torps in Richtung Piotr Willi unterwegs. Er hat überhaupt noch nicht verstanden, wie das Spiel läuft. Dass er ein Gunboot hat und mit diesem Gunboot dann auch mal austeilen kann. Irgendwo steht da im Nebel. Maschinenboost deaktiviert. Hier wegfährt, statt seine Schlachtschiffe abzusichern. Aber okay, vermutlich ein ganz neuer Spieler. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren.
Kamikaze. Guck mal. Jetzt, und jetzt dreht er rein. Warum drehst du denn jetzt rein? Unser Team hat die Führung übernommen. Hat sich unsere. Ach. Maschinenboost aktiviert. CV, du gehst mir auf den Sack, habe ich dir schon erzählt? Wo wäre er doch nicht drauf? Schön, haben wir eine Andrea Doria reingefahren. Hier, die sind auf dem Weg zur Ranger, würde ich sagen. Ob die jemals erreichen, weiß ich nicht. Maschinenboost deaktiviert. Achtung, melde Zielposition. Gegnerischen Zerstörer versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Wenn du dich anguckst, was der Gegner macht, eine gute Chance, ihn zu treffen. Wenn man sieht, dass er knebeln will. So, und der T61 habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was abgenommen. Also. Hier ist natürlich auch nicht mehr dran. Jetzt noch weniger. Problem. Das Problem wäre ich nur auf eine Art los. Attacke.
gegnerische Zerstörer gesunken. Das ist dein Ernst? Kritischer Maschinenschaden. Wow. Problem gelöst. Ich würde sagen, da hat sich einer eine T-61 gekauft und hat sich nicht angeguckt, was er mit dem Ding machen kann. Tag Rabbit, moin. Warum haut der Hydro rein und beschießt mich nicht? Lässt mich sogar so weit ran, dass ich ihn Proxy spotten kann. Und dann stirbt Land Hobbs. So, und jetzt, mein Lieber. Nebelwerfer gestartet. Wirst du lernen, warum ich. Der Krass ist raus. Oh shit. Das ist übel. Dann heißt es jetzt hier aber ganz schnell. Nebelwand gelegt. Wenn der Hydro hat. Nee. Okay. Ich hätte sonst jetzt mal Nebel zur Flucht genutzt. Also ich wäre von dem direkt hier weggefahren. Aus dem Nebel raus. Weg. 3 zerstört, 50.000. Passt schon. Jede Menge Leute gespottet. Ja, da, die T. Der gute tschechische Name Kanonenfutter. Wow. Die T ist so ein starkes Schiff. Also wäre es andersrum gewesen, wäre ich die T gewesen und ich hätte einen Gegner in der Minikase gehabt. Und ich hätte die Minikase auch nur einmal gesehen. Der wäre nicht mehr im Spiel gewesen. So, und das ist das Problem in diesem Spiel. Solche Spieler spielen CV. 72 Spiele. Viel zu früh. Ich finde, CV müsste eine Spielklasse sein, die wirklich erst ab einer gewissen Erfahrung freigeschaltet wird. Weil der unterstützt das Team nicht, weil der weiß ja gar nicht, dass er ein Team hat. Mann. So. Wie ist denn das Spiel mit der Kirov ausgegangen? Oh, wir haben es gewonnen. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen immer Glückssache, ne? Also, da spielen wir aber auch nochmal, weil das war ja nun auch kein typisches Kirov-Spiel. Das war ein einfaches Drecksspiel mit zwei CVs pro Seite. Das macht wirklich keinen Spaß. Das macht echt keinen Sinn. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie vernünftig zu spielen. Also, wenn du. Unsere Jaguar hat jetzt aber auch dann, ich bin da nach vorne gefahren, um den mit zu unterstützen. Das Problem, was du dabei hast, ist, der lässt sich dann zugehen und haut ab. Und du stehst da und sagst, ja super, jetzt habe ich mich hier in eine tolle Position manövriert, um dir zu helfen und du haust ab. Also, naja. Na guck mal, reines Fünfer, kein CV. Jetzt können wir mal sehen, dass wir hier Kirov spielen, weil das wird ein schweres Spiel. 5 DDs, Epizentrum, 5 DDs und nur 2 Kreuzer. Also mit anderen Worten, die Schlachtschiffe werden sich jetzt hier gleich drum schlagen. Wer kriegt den Kill an der Kirov? Das wird eine heiße Nummer. Ja. Wollt ihr mal einen Tipp abgeben? Wie lange bleibe ich im Spiel? Also, pass auf. Da müsst ihr jetzt rückwärts denken. Wir sind bei 19:45. Schreibt doch mal in Chat die Zahl rein, wo ihr sagt, da gehe ich raus. Also, 19:00, 18:41 oder was auch immer. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt.
13,45, 16,43. Gar nicht. Oh, das ist jetzt... Das wird ja Druck jetzt hier. Solche Sachen. Gar nicht. Also das ist die letzte Wurst. Nee, Butterbreeze, nee, bitte nicht. Problem ist einfach jetzt hier das Spotten. Wenn unsere Jungs nicht spotten. Und, okay, die übernehmen hier die Mitte. Das ist natürlich sinnvoll. Aber. Oh, deren beiden Kreuzer sind auch da. Ich bin nicht auf. Okay. Kommt noch ein Nikolas. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Oh, hab ich nicht getroffen. Guck mal auf AP. AP. Wenn die Königsberg da so weiterfährt. Die schreddert den. Okay, also doch wieder heilen. Genau, Kongo. Da war ja auch nicht zu sehen, dass da eine Nikolas spielt. Nein, war nicht zu sehen. Der kam aus dem Nichts. Alter, sind da Spieler dabei. Das Problem ist jetzt hier. Wenn ich hier rausfahre, riskiere ich alles. Thema hier eh durch, wir haben keinen Spotter mehr. Okay. Also ich bin jetzt hier hochgefahren, um dem Beschuss da zu entgehen. Und ich kann ja von hier aus austeilen. Aber ich muss nicht einstecken. Außerdem will ich sehen, dass ich jetzt hier so mich hinter den Schlachtschiffen halte. Um von da aus einfach so ein bisschen was zu machen. Problem ist, wir haben keinen Spotter auf dieser Seite. So, hier sind zwei DDs, also ich fahre darüber. Wenn ich mich rüberfahren lassen, heißt der. Ich will genug. Unterstützung. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ho, 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 das wird eine enge Nummer hier. 5,
Also 4 DDs sind schon raus. Das ist so. Okay. Und unsere Schlachtschiffe verstehen einfach nicht, dass sie, wenn sie nur da einfach rumstehen, ohne Ende Torps kriegen. Wow. Ei. So. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja. Wundere ich mich darüber? Nein. Oh, da kommt auch ein König. Jo. Oder New York, na dann gib mir mal. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wann kann ich mich denn drehen? Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Irgendeinem muss ich hier immer Breitseite zeigen. Oh oh. Die Kamikaze R, das ist das Problem hier. Und unsere Wispy. Spottet nicht. Och, da ist ja noch diese kaputt hier. Alter, jetzt. Da ist die Kamera. Jede Menge Smoke. Oh, ich treffe auch die Kamikaze. Durchbrechen zur Basis. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ein schwer zu spielendes Team, also das eigene meine ich jetzt. Ne?
940 Punkte hier. Och, und dann auch noch. Also, unsere BBs waren äußerst speziell. Exodus, moin! In einem Spiel voller DDs. Guck mal, der landet sogar noch hier. Der glaubt sogar möglicherweise noch, er hat nichts falsch gemacht. Der hat 10.000 Gefechte. Alter. Und der sieht auf der Minimap nicht den DD. Nein. Nein, das geht gar nicht. Ja. Aber das war schon eher so ein Kirov-Gameplay. Immer in Bewegung sein. Niemals irgendwo hinstellen. Versuchen, die Seiten zu decken. Das Problem ist, wenn du nachher nur noch zu dritt bist und die anderen sind dann irgendwie noch mit drei oder vier Schlachtschiffen über die Map verteilt. Du hast immer einen, der deine Breitseite sieht und findet. Also... Ach. Ja, kurz rüber. Hast recht gehabt. Okay. Wow. Danke, danke. Tja. Oh, bei denen sind noch drei DDs im Spiel. Bei uns keiner mehr. Wir hatten ja ratzfatz 4 DDs verloren. Daran, also so ein Spiel wird nur über DDs entschieden. Epizentrum ohne CV, nur über DDs. Wenn da gleich die DDs sterben und rausgehen, dann ist das Thema durch. Genau wie das jetzt hier bei meinem Client schon wieder ist. Gut, Unterstützer gibt ein paar Flaggen, aber erbärmlich. Aber es ist halt ein Fünfer, ne? Also, da sind Leute mit 10.000 Gefechten dabei. Die lernen ja erst noch. Das dauert, bis die das verstanden haben. Und da muss man einfach Verständnis haben. So. Versuchen wir wieder, den guten Kapitän zu leveln. Das ist natürlich jetzt, wenn man immer mal, also ein Spiel Pommern bedeutet halt einmal Kapitäns-EP. Ja, danke, Revit, ja. 10.000 Gefechte hast du ganz viele Anfänger. Oh je, scheiße, ey. Heute ist nicht der 1. April, oder? Naja, also wenn ich Minimap... es gibt ja auch ganz viele Spieler, die haben die Minimap klein. Auf einer kleinen Minimap kann ich auch nichts erkennen. Victor Noob, moin. Also ich habe die Minimap, auch wenn ich den Stream nicht anhabe, immer auf voll extrem groß. Super Sie, moin. Weil ich will das sehen, was da passiert. Ich fahre ja auch eigentlich nur noch nach Minimap. Deswegen fahre ich mich auch ab und zu mal fest. Weil das auf der Minimap so nicht zu erkennen ist. Also... Da muss ich eben sagen, das finde ich dann schon. Ne? Also größer kann man sie nicht machen. Wenn ich jetzt hier auf Plus drücke, die wird nicht größer. Und dadurch sehe ich aber auch so verschiedene Positionierungen und. Aber ich muss eben sagen, wenn einige die dann so haben, weil ich will ja das Wasser hier da in der Ecke unten sehen, ja, da kann ich auch nicht sehen, dass dann irgendwo vielleicht ein DD aufgeht.
Also immer auf voll plus 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 plus. Und ich bin recht leise. Das ist wieder verblüffend. Ich habe nichts verändert. Ich habe wirklich nichts verändert. Also gar nichts. Das Wort ist gar nichts. Ich muss jetzt mal gucken. Ich gehe mal hier in die Ansicht der verschiedenen Dinge, die ich hier so habe. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Ton genau reinläuft, weil ich sehe das gar nicht. Ton Desktop habe ich hier. Nee, das ist es aber nicht. Wo kriege ich denn meinen Ton? Denn der Audio-Monitor, der sagt mir jetzt hier im Moment irgendwie einfach gar nichts. Das ist schon sehr verblüffend. Ja. Müssen wir einfach so mitleben. Graven, komm. Immer locker bleiben. Alles wird gut. Man muss das einfach nur entspannt angehen. Auch hier, dass zwei Power mir entgegenkommen. Yes, Sir. Aber wir haben eine Schema dabei. Also. Die Colbert braucht auch einen, der für sie Kugeln fängt. Der wird erst dann stark, wenn er nicht beschossen wird. Weil ansonsten ist es aber auch nur aus Papier, das Ding. Und da kommt noch eine Iowa. Das ist jetzt auch nicht so wirklich hübsch. Der Neptun. Ich bin genau hinter der Insel. Ja, vielleicht werden sie mich sehen. Shima, spielst du mit 8 Kilometer Torps oder was? Die laufen da gerade mal eben so aus. 1160! Das ist doch mal eine Ansage. Na, Iowa. Auf dem Weg Richtung B. Gucken wir doch mal, was hier kommt. Oh ja, komm. Wo ist es? Wir müssen flaggen. Nein, ich brauche Unterstützung. Ah, da ist er. Ich brauche Unterstützung. Ich weiß immer gar nicht, wo solche Sachen sind. So selten nutze. Wir müssen mal sehen, ob ich mit meinem Hugo 1160 den hier aufmachen kann, der hier ja offensichtlich hinter dieser Insel steht. Ich würde sagen, ja, ich kann den aufmachen. Den, alle Stationen. Jetzt auch einmal von der Durchkehr. Eine Shima, na schönen Dank. War schon mal getaucht, oder? Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll.
ich doch gerne. Das mache ich mich doch tot drüber. Ey, was macht ihr denn da? Was macht ihr da? Happy Verstecking. Unglaublich, ehrlich. Sich hier alle statt mitzudrücken. Das ist immer dasselbe Problem. Du hast ein Schlachtschiff, das drückt und alle anderen verstecken sich hinter ihren Inseln, weil sie sagen, oh wie geil, dann kann ich ja nicht beschossen werden. Das wäre super. Ja dann, lass den doch krepieren. Warum soll ich dem helfen? Oh, Venezia. Gut, ne? Na, warum soll ich dem helfen? Warum soll Friedrich der Große hier mit reindrücken? Ja gut, okay, die haben ihn ja auch schon ganz ordentlich getroffen. Also, boah, ey. So richtig. Das ist... Wenn Spieler auf Tier 10 einfach noch nicht gelernt haben, wie es funktioniert. Da muss ich dann eben auch sagen, da habe ich ja echt keinen Bock drauf, mit solchen Leuten zu spielen. Das ist so einfache Zeitverschwendung. Ganz simpel, nur Zeitverschwendung. So, die Shima-Torps, die jetzt hier irgendwann zu erwarten sind, dürften dann auch mein Leben beenden. Ah, eine PL-Amagi. Ja, wie konnte ich denn das übersehen? Wie konnte ich das übersehen? Eine PL-Amagi. Ja, von dem konnte ich keine Hilfe erwarten. Und Friedrich der Große, gelangweilt. Du langweilst mich auch, Alter. Dein Gameplay langweilt uns alle hier. Unfassbar, ehrlich. Fabian Schweizer, moin. Sinova, moin. Also, es ist so. Na, vor allen Dingen ist es ja völlig idiotisch. Die Reparaturkosten sind für alle gleich. In dem Moment, wo ich Tier C spiele, kostet es mich Geld. So, und ich kann die nur erspielen, wenn ich gewinne und gut spiele. Also. Ich kann ja noch mal hingehen. Ich kann ja raus, das interessiert mich auch nicht. Das, was man hier oben sieht. Hier. Das, was man hier sieht. 857 Millionen. Glaubt ihr, ich habe irgendwie ein Problem mit Credits? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber auch keine Winrate von 41%. Und das hängt einfach miteinander zusammen. Wenn ich auf Tier 9, Tier 10 rumfahre und immer verliere, verdiene ich auch nichts. Und dann laufen irgendwann mal die Credits gegen 0 und dann habe ich ein Problem. Oder muss ich erstmal wieder Tier 4 spielen, weil da gewinne ich vielleicht auch mal. Und dann habe ich irgendwann wieder so viel, dass ich dann auch einmal Tier 10 spielen kann. Und da kostet es mich wieder Geld, weil ich es nicht kann. Und so wird das Ganze für mich rund. Also, die Leute glauben, dass sie ein Problem mit Credits haben. Nein, sie haben ein Problem mit der Tierstufe, die sie spielen. Weil sie zu viel verlieren. Wer viel gewinnt, verdient viel Geld. So einfach ist das. Also, auch hier 1,4 Millionen Free XP. Ja, die kommen ja auch nicht irgendwo her. Die bekommst du halt, wenn du gewinnst, bekommst du mehr, als wenn du verlierst.
Und ich frage mich die ganze Zeit, und das können wir vielleicht ja morgen dann mal angehen, was mache ich mit denen? Also, ist ja schön, dass ich sie jetzt habe. Ich würde sie definitiv nicht für ein Schiff opfern, nach dem Motto, jetzt spare ich bis auf 2 Millionen und dann hole ich mir irgendwie Nee, mache ich nicht. Ich gebe keine 2 Millionen Free XP für ein Schiff aus. Das halte ich für völlig irre. Und, nee. Da kann man sich ja halbe Forschungsbäume mit erarbeiten. Oder Forschungsbäume zu Ende bringen, die man noch nicht zu Ende geführt hat. Oder. Grinse, Katze, moin. Also insofern, ich finde, das hat wirklich miteinander zu tun. Dass die Leute, die ein Problem mit Kohle haben, also mit Geld, mit nicht mit Kohle, sondern mit Kreditpunkten, in der Regel eine Tierstufe, zwei Tierstufen, drei Tierstufen, vier Tierstufen zu hoch spielen. Für das, was sie können. Also auch hier sieht man halt. Dass das Einfluss hat. Perse, moin! Aber es gibt eben genügend Leute, die wollen das nicht sehen und die wollen es auch nicht hören. Und, oh mein Gott, der sagt ja schon wieder, dass die Leute sind zu schlecht auf Tier 10. Ja, sind sie! Der Durchschnitt der Spieler ist zu schlecht auf Tier 10, aus meiner Sicht. Weil sie alle viel zu früh da sind. Und weil sie erst auf Tier 10 vielleicht irgendwie mal lernen, wie es funktioniert. Was sie eigentlich auf Tier 6 und Tier 7 hätten machen müssen. Aber Wargaming lässt halt zu, dass die Spieler alle durchmarschieren auf Tier 10 und forciert das auch noch, dass sie eben sagt, ja, Ranked muss aber Tier 10 sein. Was für eine Idiotie. Wenn ich Ranked auf Tier 6 mache, gibt es auch wesentlich weniger Gründe für viele Spieler zu sagen, ich muss ein Tier 10 Schiff haben, weil ich will ja Ranked spielen. Nein, warum denn? Spiel's auf Tier 6 und lass den Spielern Zeit. Ist doch viel sinnvoller. Für alle. Aber, naja. Wir sind immer wieder beim selben Thema. Wargaming will Geld verdienen. Und auch da, ich sage ja, sie müssen Geld verdienen. Und das ist völlig legitim. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Die brauchen Kohle. Ist doch klar. Müssen sie haben. Aber ich finde, sie betreiben ihr Spiel relativ verantwortungslos gegenüber den Spielern. Die haben das völlig voneinander entkoppelt und sagen, nur Verantwortung für Spieler haben wir nicht. Das müsst ihr schon selber wissen. Das Problem ist, dass man das eben in so einem Spiel, das so komplex ist wie dieses hier, nicht mal so eben schnell lernt. Tja. BW, moin! Ich glaube, Haskell, Ranked spiele ich gar nicht mehr. Ich finde Ranked von dieser Art, wie es da aufgezogen ist, mit Bronze, Silber, Gold, mit, also die spielen den Spielern oder spiegeln den Spielern vor, dass sie irgendwas Besonderes sind, weil sie in der Goldliga sind. Nein, sind sie nicht. Aus meiner Sicht sind sie es nicht. Es ist einfach so eine Nummer, wo ich sage, boah, ey, nee. Wenn ihr daraus was Besonderes machen wollt, dann müsst ihr den Spielern aber auch deutlich machen, was das Besondere ist. Und es ist aus meiner Sicht eben nicht jetzt Goldliga. Also, nee. Halbiert. Der erste Treffer von der Mogador ist natürlich ein Brand, ist doch klar. So. The Jackal Eater. Also leider.
guck mal hier. Unsere Sandra. Wie wär's denn, wenn du da hinkommst? Guck mal, das ist doch mal eine Option. Auch die Amali ist jetzt wieder weg. Und die, guck mal, die hauen ab! Da fährt keiner hier hin zum Spotten. Die hauen ab! Geil. So, Leia, kann ich dich spotten? Ich bin gerade erschreckt. Ja, auch da. Erster Treffer. Natürlich überrannt. Natürlich. Da ist ein Mogador. Und da ist die Prinz Eugen. Out of range. Wo ist das? Okay. Die beiden sind da auch einfach im B gestorben. Die beiden grandiosen Spieler Shima und Moskva. Wow. Die können alle wunderbar schießen, weil ich wieder perma gespottet bin. Alter. Haben sich die 56 gelohnt? Ich glaube mal, ja. So. Pass auf. Ich lösche das Feuer. In der Hoffnung, dass er jetzt sagt, okay, jetzt fahre ich nach vorne und schreck den nochmal an. Und im Zweifelsfalle sehe ich ihn ja vielleicht. Wenn irgendwer mal auf die Idee kommt, hier zu spotten. Aber halt, die Friesland ist auch schon wieder weg. Problem gelöst! Was für grandiose Spieler, ehrlich. So. Prinz Polski. Wolfi PL. Rückwärtsgang. Ach, unser grandioser Thunderer. Der hier hinten rumdümpelt. Wenn er einmal nach vorne fährt, ist er sofort raus. Gegnerischer Kreuzer gesunken.
ist er raus. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Spieler, das nenne ich mal gelungenes Gameplay. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Klar steht's das. Haben wir auch nur. Feueralarm! Wieder mal nur Vollpfeifen. Kritisch beschädigt. Im Team gehabt. Tier 10 ist einfach unspielbar geworden. Einfach unspielbar geworden. Was ist echt mit Spielern zu tun, die da nicht hingehören? Problem gelöst! Die einfach nicht auf die Minimap gucken, die Breitseiten nicht sehen. Schlecht sind für Hightier. Das ist ganz, ganz gruselig geworden. Hightier hat Tier 2 Charakter. Einmal nur auf irgendwas ballern. Also, Prima melden, spielt schlecht. Friesland melden, spielt schlecht. Und wie kann ich mit so einem Ergebnis Erster sein? Also, das ist. Das geht nicht. Und auch hier kann ich bei diesem ständigen Geballer von Secondary nur 86 Secondary-Treffer haben. Das ist wirklich eine Verarschung pur von Wargaming. Wir buffen die Sec. Hier. Genau. Also, das ist so eine Nummer. Ja, wir geben euch mehr Reichweite, aber so viel mehr Streuung, dass ihr mal mehr Reichweite gar nichts mehr trefft. Also, das ist so, boah. Ganz, ganz, ganz übel. Lass uns mal ein paar Karma-Punkte verlieren. Lass uns mal ein paar Feiertagsspieler ärgern mit der Kaga.
Aber wenn du da gerade bei den Divis seid, bei den Divis sieht man ja eigentlich auch nur noch Fehldivis. Also du siehst ja fast in jedem Match, guck mal hier, kaum sage ich es, ne? Achter und Siebener. Sofort Fehldivis. Also die Spieler, die dahinter stehen, Divi ist auch nicht mehr Divi. Da muss man sich auch keine Gedanken mehr machen, dass die Leute sagen, ja, aber da spielen Divi. Ja, und? Da spielen Fehldivis. Das sind schlechte Spieler, die da unterwegs sind. Also, da mache ich mir wirklich keine Gedanken mehr drüber. Ring 80 gehört jetzt zur Familie. Graven, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Ja, wir haben jetzt hier ein 7-9er. Da ist eben Morgador und wir haben auch einen Morgador. Jo. Fliegen. Und als erstes mal hier ein Reiterchen setzen. Die Mogador braucht definitiv keinen, aber wir werden das trotzdem machen. Warum fährst du denn da nicht rein? Berat mir das mal. Du hast so eine AA. Da ist wow. Metallisiert, ja. Was soll ich da sagen? Also. Mogador. Du hast deine Unterstützung hiermit verloren. Yoshi, alte Säule, Zara, hey! Ein bisschen aufklären hier. Zurück. Mal 4 Trefferchen auf Shoshi. Die Storne fährt natürlich nicht an die Z ran. Das kann ich auch verstehen. Das heißt aber nicht, dass ich das zulassen will, dass die Z da mal eben so durchfährt. Ah, okay, ich wollte sagen, ohne dass er nebeln muss. Also, das ist ja auch, manchmal kann man ja einen Spieler... Ach, Silivangi. Ist ja der Nächste, den man nicht mehr unterstützen kann. Warum fährt der raus? Warum cappt der nicht? Suppenfarbe, moin! Was haben wir denn dafür? Ah, guck mal, den da, den sollte ich gerade machen. Den sollte ich auch sehen. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel. Let's have some fun together. Oh, abbremsen. Das ist mal eine schlaue Entscheidung. Und Pumpe zurück. Kostet dich nur 4000. Guckt euch die Positionierung unserer Mogador an. Und ihr wisst, warum ich gleich gehört habe, dass ich die Unglaublich.
der bricht jetzt durch, weil er unbedingt den CV versenken will. Soll er. Wenn der CV sich da versenken lässt. Aber, die Mogador. Ja. Oh, guck mal. Wenn ich jetzt von hier aus den Fidschi anliege. Ja, der CV ist aber nicht ganz so doof. Der spottet jetzt die Silivangi. Und anschließend ist die Silivangi Geschichte. Fidschi? Spotted! Jetzt stellen wir ihn schon gerade. Weil er jetzt ja gerade bleiben muss. Jetzt guckt er die Torps. Ja, dann haben wir sie von der Seite rein. Unsere Silivangi ist raus. Warum nur? Ich kann das gar nicht verstehen. Immer trifft sie besonders guten Spieler. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, Silivangi melden, spielt schlecht. Also. Autopilot aktiviert. Ich hätte so gerne die Auswahl, spielt wohl. Das wäre was für mich. Würde ich immer wieder vergeben. Der hatte nur Pech. Ja, ganz dumm gelaufen. Der hat das mit der Spielmechanik noch nicht so verstanden, dass CVs, wenn sie einen spotten, zum Opfer machen können. Wirklich, das ist... Bei einigen ist das... So unglaublich. Na, bis mal. Im Vollgasmodus unterwegs. Da reicht ein Wassereinfluss. Eingedreht. Ich brauche Ihre Unterstützung. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wir haben 4 verloren. Yay! Es geht nichts über gute Spieler. Ich sag's immer wieder. Nice, ehrlich. Wirklich nice. Mogador. Mein Name ist Mogador, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel geht. So, und wir versuchen jetzt hier mal so einen Brand auf die Bismarck zu legen. Das werden wir in die Kamera packen. Ja! Das ist doch mal was, ne? Alles schön vorbei. Ach, du Kacke. Hat sich definitiv verdient, nicht AA zu bekommen. Definitiv. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Und das macht Krill wieder gerade. Das ist sehr schön.
der Ruderstellzeit nicht so schnell gegendrehen kann. Also halt nur ein bisschen Glück, so wie eben gerade auch beim Bombenabwerfen, um nochmal einen Wassereinbruch zu kriegen. Aber drei Treffer, kein Wassereinbruch. Warum auch? Ja, also ganz ehrlich, dieses Spiel hier ist eh verloren. Also, soll ich jetzt noch irgendwie DBs jagen? Erstmal gehe ich auf diese Bismarck. Das macht für mich mehr Sinn. Vor dem Sieg. Und natürlich nicht. RNG ist schon geil manchmal, ne? Der Gegner entdeckt. Jo, mit Z. Z. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Route 363. Yes. Das sind doch mal Abwürfe, die wirklich was bringen. Zehn Punkte haben wir noch. Vladivostok und die Schwachsinn-Smogador ist raus. Wie schön. Wie kann ein Spieler so scheiße spielen mit einer Mogador? Wow, ehrlich. Also wirklich, das ist erschreckend. Gib doch mal einen Tipp ab. Wie viel da bin ich jetzt mit diesem Ergebnis in diesem Team? Gebt doch mal einen Tipp ab. Also von 1 bis 12. Na, ich gehe nochmal in den ausführlichen Bericht. Da sieht man nochmal 13 Minuten, 3 Sekunden hat das Ganze hier gedauert. Schauen wir mal. Die Mogador ist erster und er hat so ein schlechtes Team gehabt. Ey, das ist so schlecht für das Team. Er ist eigentlich so ein großer Spieler. Er ist so ein geiler Spieler. Und hat immer Pech mit Teams. Er hat wirklich immer Pech mit Teams. Er kann so geil Mogador spielen und ach Mensch, der tut mir so leid, ehrlich. Immer Pech mit Teams.
Wenn du so einen im Team hast, hast du zu einem Drittel schon verloren. Wie geht das denn? Ganz einfach. Guck dir einfach das Spiel nochmal an. Es wird ja dann auch als Video hier verfügbar sein. Auch zum einen auf Twitch, zum anderen eben auch auf YouTube. Und guck dir alleine das Gameplay von dieser Morgador an. Dann wirst du sehen, wie sowas geht. Wieso man mit einem Morgador als Top-Tier so auch immer nur durchgereicht wird. Und 36% Winrate dann hat. Er hat null Einfluss aufs Gefecht. Er macht seinen Job nicht. Und dann verliert er ihn. Und das immer wieder. Charlene, moin. Also, das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Wieso hat so ein Spieler 36%? Weil er genau so spielt. Wow, die lassen uns ernsthaft hier cappen? Okay. Ja, Jungs, dann cappt bis zur Mitte durch. Oh, du, ja, na dann. Dann setzt du mal da deinen Fighter, der. Jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt auch. Ich setz mal einen hier. Da kommst du so schnell an meine DPs nicht ran. Die können aber immer weiter nach vorne kommen. Eine Armagi! Endlich mal Schlachtschiff-Unterstützung hier. Warum stehe ich eigentlich noch da hinten rum? Autopilot aktiviert. Parallel. Oh, und eine Chopper. Ohne Benson. Benson, Ausfall, 2000 Schaden. Ja, schauen wir doch mal, ne? Was das so geht. Mit Torpfliegern jetzt los, weil jetzt habe ich hier einen Weiterverfügbar. Ja, Mikro scheint heute leiser zu sein. Ich will aber nicht die ganze Zeit hier rumschreien. Also insofern, was soll ich sagen? Müsst ihr damit leben. Jäger in der Luft. So. Wo ist denn die Kollegin Benson? Ah? Einfach über den. Jäger zerstört. Ah, guck mal. Mal ran. Benson, alte Säule. Ah, der Rückwärtsfahrer. Wen haben wir denn schon verloren? Die Akizuki, ne? Ja. Also die Benson hat schon mal 6000 weniger. Vampire hat sich gedacht, sie schleicht sich mal an und wahrscheinlich hat die Salem gedacht, ich start mal Radar. Super Vampire. Und jetzt kommt auch noch Torps und den frisst er auch noch. Alter.
Das ist... Komm, richtig geil, was man hier zu machen. Ja, gibt's nicht. Raus. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Und der Gearing kriegt er auch die Zeuge einfach so runterschießt. Aber. Irgendwo kommt wirklich da. Ach, guck mal. Kollegin Benson. Ich glaube, einen Karma-Punkt habe ich jetzt schon verloren, oder? Ich glaube nicht, dass die Benson das so geil findet hier. So, die Deering muss da ja raus sein. Sonst hätte unser Z nicht in die Gitterkase. Von der Deering raus. Das ist Kino. Fahrt ihr weiter nach vorne oder bleibt ihr da einfach so stehen? Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Oh, guck mal, wie wir hier haben. Zerstört. Und niemand, aber wirklich niemand schießt mit auf den, ne? Der ist die ganze Zeit gespottet. Habt ihr die Smolensk auf den schießen sehen? Wieder so ein Team, das sagt, die Idee, ja, da schieße ich doch nicht drauf, den treffe ich doch nicht. Alter Spiel, ey. Da hat die Deering jetzt doch wieder in der Mitte. Bebog, moin! So. Treffer auf die.
Z. Bei L geben, dafür das geht, aber der kriegt mir sowieso überall wieder Feuer. Zerstört. Tja, hier brauche ich den noch nicht spotten. Hier ist keiner, der den irgendwie beschießen könnte, ne? Hast du deinen Pulver gleich verschossen mit deinem AA? Ein Pulver schaffen. Autopilot aktiviert. Wollen wir zum Captain fahren? Lebt auch nur davon, dass ich klar anmachen kann, weil andere mich spotten. Ätzend. Mal gucken, was jetzt. Ja. Glaub das ein, wie gesagt. Gleich gelöscht. Ein bisschen. Wups, okay. Also, mal gucken, ob wir den noch ein bisschen spotten können für die Kollegen. Defensives Flakfeuer. Weg. Mein Freund. Was wird's denn?
zurück und nehme den. Jäger in der Luft. So, wir blockieren jetzt hier gerade den äußeren Ring. Wenn die Mino jetzt da noch mit reinfährt, dann können wir den, die auch den mittleren Ring. So. Und mein Team braucht jetzt ein Ziel. Die Benson macht ja nicht viel kaputt. Der blockt im Moment, oder? Gefecht endet in 5 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt den versuchen, den CV zu spotten. Leider kein Fighter, den ich setzen kann. Kommt ihr da ran an den oder nicht? Unser Sieg ist in Sicht. Ich bleibe in dem. Weil was ich jetzt ja sehen kann, wenn ich jetzt irgendwann durchkeppe, dann ist die Benson aus dem äußeren Bereich rausgefahren. Solange der da drin steht, bin ich ja safe. Ich muss da irgendwohin drehen. Oh, setz du mal deinen Falter. Ich bin nur zum Spotten, ich bin nicht zum Angreifen da. Nur mein Job und Spot. Und ob der in der Grab-Zeppelin das wohl witzig findet. So, und jetzt sehe ich, was passiert. Der ist jetzt in den mittleren Bereich rein. Unser Minotaur kann jetzt nicht mehr schießen. Das ist ein bisschen doof. Die Mitte zu ketten. Unser Mino eingeschlafen oder was macht er? Oh Mann, ey. Guck mal, da wird sich irgendwo verstecken. Zurückgesetzt. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Oh, nochmal zurückgesetzt. Zurückgesetzt. Autopilot aktiviert.
Konsequenzen. Wenn es kein CV-Spiel wäre, ne? Oh, das ist aber früh angemacht. Vielen Dank. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Geduldig, geduldig, geduldig. Alter. Auermacher, moin! Ganz am Ende machen wir dann doch noch unseren Kill. Guck mal, das ist ein typisches CV-Spiel von mir. 26.000 Schaden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin Drittletzter oder sowas. Weil Wargaming sagt, du hast Scheiße gespielt. Du musst mit einer Kaga in so einem Spiel 150.000 Schaden machen, dann bist du gut. Und ich sag, da scheiße ich drauf, dass ihr das so seht. Ich mach meinen Job. Und mein Job ist es beispielsweise dafür zu sorgen, dass die anderen Schaden machen. Und das sieht man hier, Schaden durch Aufklärung, 85.000 ist natürlich jetzt auch nicht wirklich viel. Also, das ist so eine Nummer, für mich ist einfach wichtig, dass ich den gespottet habe und die anderen konnten auf ihn schießen. Das ist wichtig. Dass ich die DDs gespottet habe, das ist wichtig. Aber wenn du dann siehst, du spottest einen DD und du hast eine Smolensk, die direkt daneben steht und die schießt nicht drauf, dann weißt du, das ist ein schlechter Spieler. Oh, okay. Da, der glaubt auch noch, er hat alles richtig gemacht. 4 Kills, 2960, aber er schießt nicht auf den DD. Oh, 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 oh. Na gut, egal wie, gewonnen. Und auch die Venezia hat das verdient. Die Smolensk hat es nicht verdient. Oh Gott, Ikapaski. So viel Geld könnten die mir gar nicht zahlen, dass ich da anfangen würde. Nee, nee. Ja, die wollen mich nicht. Definitiv nicht. Die wollen keine Leute mit einer eigenen Meinung und auch noch einer Meinung, die nicht zu dem passt, was die machen. Das kann ich auch verstehen. Welches Unternehmen will das schon? Also, wer will, wenn ein Unternehmen hat, Mitarbeiter, die sagen, ey, pass mal auf, das, was du da machst, ist scheiße. Mach das anders. Das will keiner. Das Recht hat auch kein Mitarbeiter. Das ist ja einer der Gründe, wo ich sage, ich werde nie CC. Weil ich es gar nicht will. Weil ich verstehe diese CCs als Vertriebler von Wargaming, die dazu da sind, das Spiel zu verkaufen. Und mehr nicht. Mehr Einfluss haben die nicht. Das sind Klinkenputzer, mehr oder weniger. Das will ich nicht sein. Und ich will vor allen Dingen mir auch nicht von Wargaming dann sagen lassen können, hey, pass auf, du bist CC, du bekommst von uns Container und sowas für deinen Stream gestellt, du darfst aber nicht ständig irgendwie gegen uns schießen. Nö. Ich will das sagen, was ich für richtig halte. Und wenn ich etwas für falsch halte, dann will ich das auch sagen. Unabhängig davon, was da wo wie passiert. Und man sieht ja, wenn CCs zu sehr auf ihre Meinung beharren, Projekt Flamo, ne? Mehr muss man da nicht sagen. Dann wird halt auch ein CC, der mit, also einer der größten CCs, würde ich mal sagen, den sie hatten, was die Community angeht, der wird dann einfach mal gekickt. Weil, ne, den wollen wir nicht mehr. Der nörgelt zu viel, den brauchen wir nicht. Oh, fertig. Also insofern, ne, nicht Flamo, Flamu. Also, ne, das ist nicht meine Veranstaltung, das muss ich nicht haben. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die mich wollen. Also insofern, Flamu? Ja, der mag CC sein, aber nicht bei World of Warships. Oh, lass uns noch einmal so einen mit einer ganz dunklen Stimme sprechen lassen.
Wobei ich sagen muss, also ich bin von der Shikishima jetzt nicht so überzeugt. Ne? Also ich finde, das Ding ist, wenn du triffst, also wenn du treffen darfst, dann teilt sie richtig aus. Na klar, die Zitas, die tun richtig weh, weil du einfach ja, entsprechende Schadenswerte gut geschrieben bekommst und andere abgezogen bekommst. Aber bis du triffst, boah, reines Zehner, das ist doch mal was. Die anderen haben eine Midway. Hm. Auermacher, ich habe mich damit noch wirklich gar nicht beschäftigt. Also ich weiß, dass es das gibt, weil ich es beim Einloggen in den Client immer sehe. Oder in den letzten Tagen dann gesehen habe. Aber was da eigentlich abgeht und wo... Nur nicht eine Zeile gelesen. Die Schlacht beginnt. Ich bin ja auch nicht unbedingt der, der sagt, oh geil, guck mal, da gibt's ein neues Event, da musst du um... was? Nee. Es ist nicht... das ist alles nichts für mich. Ich finde auch, dass viele dieser Events, so wie sie aufgebaut sind, eher so ein bisschen Kleinkind-Charakter haben. Wo ich einfach sage, boah, nee, tut mir leid, aus dem Alter bin ich einfach raus. Das haut mich nicht um, wenn ich für irgendwas zwei Flaggen kriege. Muss ich ihm sagen. Ja. Überlasse ich da diese Flaggen gerne einem anderen und der darf sich dann drüber freuen. Viel zu teuer, reine Abzocke. Wieso muss man da jetzt auch wieder was... Ne, darf man da was kaufen? Das ist ja... Ah, ne Marblehead Lima. Ja, GZ. Oh, Stalingrad. Oh. Dum, dum. Und der geht nicht auf. Ich komme so ganz langsam da hinten an die Midway ran. Na, Stalingrad. Hast du abgebremst? Ein Abpraller! Oh. Ich schmeiße ja hier nur mit dem Güterwaggon. Also insofern kann man ja auch mal einen Abpraller haben. Das passt schon. Egal. Ich komme nicht rüber. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Montana vielleicht sagt, ey, Alter, geil, ich drücke hier durch. Mhm. So, muss man, oh, die beiden DDs sind da. Das war noch etwas, wo ich ein bisschen Bammel hatte, dass da möglicherweise noch ein DD mit dabei ist. Dürfte dann eher nicht der Fall sein, aber da ist noch ein Booster. Das ist ja nicht. Und jetzt mache ich hier nicht wieder auf die Video. Überraschungseffekt ist weg. Na, Boosterchen, verstehst du? Oh, Rückwärtsgang. Oh, wie fein. Mit den vorderen komme ich doch schon rum. Na, Booster. Genau, dreimal durchgeschlagen. 5800 Schaden. Yay. Da macht der mit der Salve wahrscheinlich jetzt mehr. Dann komm mal. Ich hab keine Angst vor dir. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. 1940.
geklappt. Ich wollte eigentlich die alle wegwischen. Die waren sehr nah dran. Aber wie gesagt, es hat gerade nicht geklappt. Ja, gut, schade. Ach, ist da. Und da hinten. Das ist doch lächerlich. 19:40. Das ist doch mal geil mit der Schippe, oder? Dafür kommt froh, damit ich überhaupt treffe, würde ich sagen. 19:40! Yay! Hallo. So unglaublich lächerlich. Und die Stalingrad ist immer noch im Spiel. Das ist so lächerlich. Diese großen Dinger, die sind so lächerlich. Ted, moin! Und Klartalon, moin! Allerdings ist so eine Moskwa hier auch nicht so wirklich heftig dabei, ne? Schlachtschiff versenkt. Oh, du hast die Dinger. Guck mal, wie happy du bist. Drehe. So unglaublich schlecht gewesen. Ja, wirklich so unglaublich schlecht. Der steht die ganze Zeit nur hier rum, ist voll HP. Dann fährt er einmal ran und ist sofort raus. Ohne Worte. Ja, so ein Bier kann man schon mal gebrauchen, ne?
Booster, hier kommst du nicht mehr hin, ne? Haben wir eigentlich einen CV? Schwierige Frage. Also ich habe noch nicht einmal irgendwie klar von denen bekommen oder irgendwas gesehen, was irgendwie dem nahe kommt. Könnte es natürlich sein, dass der mit seiner zu weit nach vorne zielt. Das war jetzt so meine Überlegung hier. Aber naja, war halt nur eine Überlegung. Z gleich kommen. Ich werde nicht wegbomben. Ich habe gerade geschossen. Zerstörer versenkt. Das ist die Frage, ne? Wassereinbruch, ja oder nein? Ja, Logo! Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. 19:40. Respekt, sag ich da mal. Ah, spielt schlecht, schade. Keine spielt schlecht mehr da. Millennium Falke, moin! Der hat nicht ein einziges Mal AA gegeben. Nicht einmal. Also. Das ist immer wieder erschütternd, ehrlich. Wenn CVs nur auf ihr eigenes Spiel achten, hier seht ihr es. Von mir kommt auch ein Kampf. Aber verlieren werden wir das wohl nicht mehr. Trotzdem. Irgendwie so ein bisschen doof, ne? Aber ich verstehe im CV-Spiel wirklich anders. Das ist ja. Haben wir schon Messe? Das haben wir noch nicht gehabt, Leute. Dann darf ich nochmal. Ich verstehe es anders. Ich interpretiere es eben komplett anders. Zecke, dann mach lauter! Moin! Ich habe keine Ahnung, warum es leise ist.
Ganz ehrlich, null Plan, weil ich habe nichts verändert. Also. Ist irritierend für mich. Aber ist eben so, ne? Nein, kein Windows-Update. Ich kann aber natürlich mal gucken, ob hier, oh, ey, dieses neue Scheißteil hier, kann ich das nicht irgendwie wegklicken, wegmachen? Das war ja. Also ich will gerade mal gucken, aber jetzt ist es auch egal eigentlich schon, ne? Machen eh gleich Schluss. Ob ich irgendwie beim Mikrofon ist alles okay, also bei den Sounds. Wo sind sie denn? Da. Sounds. Aufnahme, Mikrofon, Audio. Eigenschaften. Alles okay. Regel 100%. Nö. Regel 100%. Was haben wir da? Kein CV. Okay. Er konnte ja nichts, ja dann. Ich hoffe, es war lecker. Wir hatten auch sehr leckere Gefechte hier. Jede Menge Spaß. Und Spiel. Und Schokolade. Drei Dinge auf einmal, das geht ja gar nicht. Ne? Tja. Oh, eine Kit. Na, Kitty. Willst Druck machen? Du hast ja grundsätzlich nichts gegen zu sagen. Das Problem ist nur, wenn du einen BB hast, der mit nach vorne fährt. Wow! Alles dran vorbei? Das geht eigentlich gar nicht. Jetzt mal ernsthaft, das geht eigentlich gar nicht. Da ist auch noch eine Smallland. Sieht das gerade anders, das sehe ich in der Halland. Ehrlich, wir sehen uns auf beiden. Okay. Heli, wo bist du denn? 1, 2, 3, 4, 5, da bist du doch. Den ich doch die ganze Zeit auf der Minimap schon. Hello. Hello, hello. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ah, ah. Du bist ein großer Kämpfer, das ist mir klar. Steh dein Position. So Jungs, also dann müsst ihr aber auch drücken. Also los, komm. Gebt Gas, bin ja dabei. Wir nehmen die Zange. Tactical breaching.
Ja, der Moin. Das ist so gut. Marco Polo, gib Gas! Guckt euch das an, ey. Die könnten doch schon längst hier vorne sein. Aber schon längst. Aber nee. Alles vorbei? Yay! Ich sag's immer wieder. Ich hab's jetzt so oft schon gesagt. Wargaming hat das wirklich noobsicher gemacht. Man muss auf... Also, wenn du auf die Zita zielst, triffst du nichts mehr. Du musst irgendwo, sagen wir mal, keine Ahnung, hier so auf diese Höhe. Ja, guck mal, dann machst du 5000 Schaden. Aber wehe, wehe, du schießt irgendwie gezielt. Oh mein Gott, nee, nee. Guck euch die Nevsky an. Aber das liegt an der Marco Polo. Ey, Alter, komm mal in Gang da, du Wurstbob. So, Nevsky ist tot. Und Marco Polo sagt, ey, Alter, ich hab alles richtig gemacht. Guck mal, hab doch gar nichts verloren. Was wollt ihr denn von mir? Alter, ey. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, warum wohl? Weil wir solche Pfeifen haben hier. Warte mal, das ist jetzt aber auch irgendwie. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Sehr abenteuerliches Positioning. Aber Tier 10, die werden schon wissen, was sie machen. Das sind ja gute Spieler. Ja, auch hier so eine Veneto, die da schön breitseitig durchfährt. Kann man ja nichts dagegen sagen. Also, der spielt ja schon. Tobias. Fendi. Guck mal. Also, dieser mit seinem Marco Polo. Guckt euch diese Vollpfeife an. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, warum wohl? Weil wir mit Idioten spielen. Wie dem da. Alter. Small Arms. Euch die Marco Polo an. Mein Gott, ehrlich. Was für eine hohe Birne.
wenn du es mit echten Vollwürsten zu tun hast. Mamogan. Also, der ist nicht, das ist wirklich Monkey Hero. Guckt euch das mal an. Wie kann der, der die ganze Zeit nur hinter der Insel steht, überhaupt schon einen HP verloren haben? Wie geht das? Ganz einfach. Der ist schön rückwärts hier zurückgefahren und der hat ihm dann voll einen in die Seite gehauen und hat ihm das halbe Schiff weggehauen. Ja, aber rückwärts fahren ist doch erlaubt, das geht doch. Alter. Meine Fresse, ist das schlecht. Nee, da wird mir schlecht. Da wird mir aber sowas von schlecht. Boah. Solche Spieler gehören nicht auf Tier 9. Die gehören auf Tier 2. Tier 2. Mehr ist, also mehr ist bei dem nicht drin. Mehr geht da nicht. Boah, ey. Ist das bitter, ey. Komm, lass uns noch einmal Zaro spielen. Ja, wenn wir das Wurstometer noch mal einspielen wollen. Achtung, Achtung! Eine glatte 10. Also eine glatte 10. Aber hier sage ich jetzt schon mal, ist das ist wirklich das letzte Match. Und dann werden wir gleich auch mal raiden. Gucken wir mal. So. So. Oh, nochmal ein 10er ohne CV. Na dann. Das kann ja Spaß machen. Mal gucken. Mal gucken. Aber eigentlich müsste ich nochmal ganz schnell noch nebenan. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ich würde das auch mal machen. Wir werden mal hier so Halbgas. Ich würde erstmal Vollgas, dann kann ich mich einlenken. So, dann muss ich gucken, dass ich hier an den Inseln vorbeikomme, da hinten hin. Und jetzt heißt es Halbgas und bin gleich wieder da. Oh, mein Schiff ist noch da. Okay. Okay.
So, dann können wir jetzt auch mal voll beschleunigen. Ach, ich sehe schon. Ein großer Spieler. Ein richtig großer Spieler. Mein Name ist Spieler. Großer Spieler. Na. Wurst auf Strich. Alleine dafür hast du schon ein würdiger Gegner verdient. Also, was für ein Nick. Halle und hau da ab. Du hast da keine Chance. Ich komme da nämlich nicht rüber. Sagte, haut er ab. Aber Wurst auf Strich ist geil. Ja, und jetzt werde ich hier schön gespottet. Ist das nicht getan? So, einmal HE. Oh, guck mal. Dann AP für unseren Mind Tower Kollegen, der Mind. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Och nee, guck mal, ich fahre wieder nach Minimap. Und eigentlich war alles gut. Ah, diese eine Ecke. Unfassbar. Super. Unser Team hat die Führung übernommen. Das wird so nix. Kann ich hier hinterstehen, um aufzunehmen.
kleinen Brand würde ich ihn gerne noch setzen. Ah. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der irgendwie von der Einserlinie runter will. Aber da jetzt hochzufahren, ist nicht wirklich so richtig schlau. Aber kann ich zerstören? Ja. Weiß nicht. Ich nutze die Insel einfach. Einen kurzen Moment entdeckt. Schon kommt auf die Sekunde Ballon. Na! Ja, Logo! Da fliegen zwei Secondary. Murmeln durch die Gegend und einer setzt sich in Brand. Ey, das ist ja. Das ist ja geil. Na, dachte mal, der Zauber ist kaputt. Kein Brand. Aber den hat er sofort gelöscht. Die anderen hat er ticken lassen von den anderen. Und da ist er auch schon raus. Oh Mann, ey. Du spielst deinen Kurfürsten auch. Very special, my friend. Very special. Genau wie der hier. Genau wie der. Alter. Es gibt Spieler, die willst du nicht im Team haben. Na? Zielt ihr? Oh, da ist auch noch das Molens. Ja, dann. Was hast du denn vor? Wo willst du denn hin? Auf die Minimap. Ganz ehrlich, vor so einem Spieler habe ich keinen Schiss. Das ist so. Ist mir egal. Also, ich vermute auch nicht, dass der jetzt wirklich gut schießen kann. Ich weiß nur, dass ich ihn nochmal anstecken kann. Und, dass er da einfach keinen Spaß mit haben wird. Schlachtschiff gesunken. Unser Team hat die Führung übernommen. Au. Oh Mann, ey. Das sind Granaten. Naja. So. Olenskowski, wo bist du denn? Hm? Gehst du da noch an deiner Ecke? Euro? Aufklärungsflugzeug in der Luft.
Möglicherweise ist er aber auch schon weggerannt. Ah, okay. War doch jetzt gar nicht so schlecht. Unser Sieg ist in Sicht. Dann ist Traffic ja noch bei 170.000 Volt. Aber ich vermute mal, dass er jetzt wirklich weggerannt ist. Oh, es sind ja auch noch 7,5 Minuten zu spielen, also theoretisch zumindest, ne? Yay, 170 voll. Gegen 4. Ja, so spielt er auch. Der schießt HE. Alter, ey. Genau, aber ganz genau so hat er gespielt. Wow. Eine Republik? Dir ist schon klar, dass eine Smolensk 8 Kilometer Torps hat, oder? So eine Shima ist auch noch mit im Spiel. Kann das alles vorbeigehen? Gegnerischer Kreuzer zerstört. Wie kann das bei der Zau alles vorbeigehen? Du musst nur auf das Schiff zielen, was ich getan habe. Alles geht links und rechts vorbei. Wow. Na, Republik, gibt's uns noch ein bisschen Zeit? Nein. Gibt uns. Endet in 5 Minuten. Oh je, oh je, oh je. Tja, und die Shima aus dem Vita 73 hat uns den Arsch gerettet. Ei, ei, ei. Also alles in allem durchwachsen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siege stehen 5 Niederlagen gegenüber. Das fühlt sich so grausam an und trotzdem sind es irgendwie 60%. Also klar. Admiral Boba, moin. Und ich sage auch gleich tschüss. Denn ich bin eigentlich soweit durch. Und ja, muss sagen, war toll, dass ihr da wart. 110 sind wir jetzt wieder, ganz großartig.
Morgen natürlich auch wieder eine kleine Runde World of Warships, aber dann vor allen Dingen auch abends noch ein bisschen auf meinem Zweitkanal. Wer sich dafür noch interessiert, und ihr könntet mich da wirklich unterstützen, indem ihr auf YouTube mal dem Kanal ein Follow gebt, beziehungsweise ein Abo gebt. Denn jetzt sind es 50, die dort gefolgt sind, und ich brauche 100, um dem Kanal endlich mal einen vernünftigen Namen geben zu können. Ansonsten ist das alles so komisch. Was sehe ich denn hier? Nichts passiert. Ausrufezeichen 2K. Ausrufezeichen 2K. Und der Bot will nicht, oder was? Ja, Bot hat Feierabend gemacht. Okay, kann ich verstehen. Dann soll er seinen Feierabend genießen. Und wenn ihr Lust habt, kommt noch mal eine Runde mit zu Dödli. Da reden wir jetzt rüber. Und wenn ihr Spaß habt, bleibt dran. Also, einen schönen Vatertag euch noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Also, bis dann. Tschüss.